Willkommen zurück zu Black Desert Online. Mit dabei wieder die Sunny. Hallo. So, wir sind hier immer noch in der Trina-Festung, jetzt unterwegs zu einem Boss. Boss, glaube ich, hat die Sunny gesagt. Ja. Belagerungshauptmann der Saunil töten. Okay, alles klar. Der Wechsel hat jetzt auch mal IP-Boost aktiviert, ne? Ausnahmsweise. So, die Woche wahrscheinlich weiß man noch nicht, wie ich mich entscheiden werde. vielleicht die letzten Folgen, mal gucken. Von Black Desert. Ansonsten vielleicht nächste Woche nochmal eine Reihe machen. Oh, ein Hirsch. Guck mal hier. Den will ich als Reittier. Ja, der sieht schick aus. Hat was von diesen Reittieren bei WoW mit die Zwerge. Die sind viel hässlicher. Das ist allerdings richtig. So, dann beschwören wir. Achso, ich muss ja. Stimmt. Herr von uns zu Gruppenmitglied. Anführer. Ich bin Führer. Mein Führer. Hör auf, da rumzuknistern, Mann. Ist ja. Ich mach gar nichts. Ja, genau. Gott, was ist das denn? Godzilla? Wo ist er denn? Na hier. Der springt durch die Gegend. Wie so ein Guppi hier. Bin ich nicht in Ordnung. Meine Güte, das ist ja. Das ist ein nerviger Boss. Das ja. Oh, was nun? Betäubt. Ich glaube, er wird sauer. Er war sauer. So. Abgeschlossen. Jetzt heißt es wieder zurück. Wird mir zumindest so angezeigt. Ich vermute ehrlich gesagt, wir können zurücklaufen, aber ich würde behaupten, das war bestimmt der Geist. Ja, dann guck mal halt den Geist mal an. Mr. Geist, schönen guten Tag. Bedeutender Charakter. Kalfion, nö. Ach doch, da unten. Wollt ihr nicht stärker werden, bla bla bla. Hä? Oder müssen wir es doch abgeben? Ja, scheint wohl so. Na gut. Dann müssen wir es wohl. Wir nehmen es vom Geist an und geben es einfach irgendwo ab. Ja, der wird sich auch wundern. Hä? Was will der von mir? Ja, irgendwie. Warum habt ihr das getan? Das habe ich euch nicht erteilt. Der Drache ist auch wieder da. Wo ist er denn? Da. Einen fetten Hals, aber einen übelst kleinen Kopf. Da fragst du dich, was ist hier los? Auf geht's. Power. So kann man hier einfach durch? Geht das? Scheint so. Jawohl, funktioniert. Abkürzung genommen. Easy. So, ich bin mein Questgeber. Die Geräuschkulisse ist extrem nervig. Leicht laut wieder. So, dann lese mal vor. Wahrhaftig, das ist fast unglaublich. Wo in aller Welt kamt ihr her? Wie kann so ein Wunder geschehen? Die Gerüchte sind wahr. Das muss man euch lassen und ich werde mich für euch für immer... Oh Gott, ich kann heute nicht lesen. Und ich werde mich für immer an euch erinnern. So. Präzision, Präzision. Traglast, natürlich. Gürtel, Ring, Hals, Schmuck. Ich nehme den Ohrring. Der gefällt mir. Ja, bitte abschließen. Danke. So, neue Quest. Zurück nach Keplan. Die Feinde werden bald gehen. Sie haben wohl einen Kampfgeist verloren. Einen Kampfgeist. Ihren Kampfgeist verloren, nachdem ihr Kommandant starb. Wo werdet ihr hingehen? Plant ihr weiter in den Süden zu gehen? Macht zunächst in Keplan halt. Ich möchte euch meinem Freund Clam Cessary vorstellen. Also an den Zwerg.
So. Wo haben wir den Ohrring? Da. Gut. Ich ruf mal kurz den Schwarzgeist. Ich habe das Gefühl, dass wir da auch noch eine Belohnung bekommen jetzt. Gut möglich, ja. Ja. Bekommen wir. Ja, verdammt, ich hätte mal lesen sollen, ne? Hm. Warum immer dasselbe beim Geschenk? Ja, das ist. Achso, stimmt. Da war was. Geschenk, Schwarzgeist. Weiter, weiter, weiter. Annehmen. So. Hat er noch was? Geschenk des Schwarzgeistes, ja? Ziel erreicht, ja, weiß ich doch. Abschließen. Danke. Oh, nichts Neues. Gut. Eine neue Taschenerweiterung und wieder Ohrringe. Die sind irgendwie besser als meine, zumindest was jetzt die Angriffskraft anbelangt. Ach egal, lass mal einfach so. Ich kenne mich damit eh nicht aus. Ich auch nicht. Das ist eh bloß ein Let's Play-Charakter, mit dem ich mich nur hin und wieder mal auseinandersetze. Anders wird es dann wahrscheinlich, wenn ich die Dunkelklinge schon weiterspielen sollte. Wenn der Herr da Zeit hat. Das außerdem. Wir haben noch keine Zeit. Ich fühle mich voll gemobbt. Wieso? Weil ich es kann. Ich bin verwirrt. Mann, die fetten Saunil hier, ey. Gib mir aus dem Weg. Lass mich, Arzt, ich bin durch. Was? Nein. Das hat keiner gesagt. Ich? Hab ich aber nicht gesagt, dass ich Arzt bin. Was? Ja. Scheiße. Du musst schon mal richtig zuhören. Oh, mein Pferdchen hat Leben verloren. Verdammt, 9 Jahre falsches Wissen. Erst das mal. Muss man sich erstmal wieder austreiben. Erstmal was essen, so. Um Essen ist er eh nur. Gib mal Gas mit deinem Gaul. Wieso? Können wir mal entspanntes Reiten machen, oder? Sind wir immer durch die Gegend rasen, wie so eine... Ich tue entspannt reiten. Du nicht? Hm. Hatte was im Hals. Ja. Oh, siehst du, das kommt von einem entspannten Reiten. Das ist so... Ah, Abzweigung verpasst. Tja. Arschkarte. Du Noob. Gaulkarte passt wohl eher. Scheiß Noob. Obernoob. Sag dir. What the fuck? Guck mal auf die Karte, wie wir laufen sollen. Rechts rum, links rum, im Kreis, wieder zurück. Ich laufe hoch jetzt so. Ja, und ich bin schon wieder falsch abgebogen. Die Treppen lang hoch. Links rum, durch den Tunnel mit dem Pferd. Genau. Soll sich einer merken. Moment, so rum. So, da ist der Questgeber. Ich hatte keine Probleme, ihn zu finden. Bei dir sieht es anders aus. Halt die Klappe. So. Dafür darfst du jetzt vorlesen. Ich frage ein. Würde und Ehre sind in Kepler nicht mehr zugegen. Leiden durch die schwere Arbeit und die Verschmutzung ist alles, was geblieben ist. Ihr seid also der berühmte Abenteurer. Schön, euch kennenzulernen. Tut mir leid, dass ich mich nicht früher vorgestellt habe. Ja, genau. Fall zu Knien und so. Dieser Verwendungs... Was? Dieser Verwesungsstank. Verwesung? Verwesungsgestank ähnelt dem Alter eines sterbenden Kiplaners. Verdächtige Aktion. Ich weiß, dass ihr müde seid, aber ich will euch um einen Gefallen bitten. Arschloch. Sitze ich zu den versteinerten Soldaten, sind die Riesen ebenfalls ein Problem. Oh, tut mir leid, ich bin nicht gut darin, um den heißen Brei herumzureden. Die Riesen waren einst freundlich und haben oft mit Keplan interagiert, aber in letzter Zeit geschah dies immer weniger. Ich habe viele Berichte, dass sie viel härter und brutaler geworden sind. Vielleicht ist es Zufall, aber das überlappt sich mit der Zeit, als die Arbeiter im Steinbruch zu Stein wurden. Das war auch, als wir Gerüchte hörten, dass die Riesen in Südkeplan auseinanderbrechen. All diese Probleme geschehen auf einmal. Die Arbeiter werden zu Stein, die Riesen werden unberechenbar. Keplan steht wohl vor einer Katastrophe. Easy, Anne. Wir regeln das. Binde die Anweisung des Riesenkriegers. So, warum hab ich schon wieder so einmal über die Mauer. Die hier. Zack, wieder voll. Ja, über die Mauer, da habe ich ja eine gute Erfahrung damit. Warum sind wir jetzt eigentlich runter?
Auf der Mauer. Ist das so weit? Nicht so weit? Ich weiß es nicht. Ich habe doch jetzt nicht mein Pferd mitgenommen. Ist mir doch egal. Ja, deswegen sage ich ja. Hätte ich ja den Tonne wieder zurücknehmen müssen. Nee. Warte mal, ich guck mal kurz auf der Weltkarte. Du, das ist ein kleines Stück. Ist mir egal, ich laufe jetzt. Warte mal, gibt's hier irgendwo... Wir müssen auch mal laufen, um unsere Ausdauer zu steigen. Alter, das ist ein ganz schönes Stück, du Olle. Schnapsdrossel. Bruchkuh. Was ist eine Bruchkuh? Du? Sieh aus. Klein, süß und knuffig. Nee, wohl kaum. Hallo? Hast du mich gerade beleidigt, ohne dass ich es mitbekommen habe? Gedisst. Alter, level mal schneller. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Anzeige. Bitte machen Sie die Quest zu Ende. Ich brauche noch, naja, sagen wir mal 35%. Viel Spaß, hier sind überall Mobs. Wollte ich nur erwähnen. Irgendwie fang schon mal an. Ist mir egal. Ja, fang lieber schon mal an. Ich bin eh wieder eher fertig wie du. Wenn nicht, werde ich es merken. Oh Gott. Mobs. Wohin war das überhaupt nicht? Hä? So, fertig. Ich gehe da mal. Tschüssi. Ich sehe nichts. Ihnen abgeben. Da vorne. Dich kaufe ich mir. Nein, lass mich in Ruhe. Dich will ich. Hallo? Nicht davonrennen, Junge. Toll, ich brauche wieder eine Ewigkeit. Nur wegen dir. Ja, weil du nicht abwarten konntest, sag ich dir doch. Ich bin zu Fuß gelaufen, im Gegensatz zu dir. Ich bin auch zu Fuß gelaufen, du Dämler. So, Quest ja recht. Kurz Energie, Energie, Energie und tschüss, ich bin weg. Und tschüss. Wir müssen den Geist rufen. Ja, ich muss trotzdem erstmal in Sicherheit. Und tschüss. Wann ich wiederkomme, ist ungewiss. Hashtag-Geber. Stimmt gar nicht. Dieser Befehl ist sehr interessant. Sie planen Kepler zu erledigen. Enter. Neue Quest. Aktion der primitiven Riesen. Übrigens, ich mag diese Menschen namens Clam Sessory. Ach, diesen Menschen. Diese. Ich habe wieder einen verblödeten Buchstaben vergessen. Ich wusste es nicht, aber die Feinde hier sind perfekt für uns geeignet. Außerdem kann Keplan die Hilfe gebrauchen. Gesundheit. Ihr solltet fortan Riesen jagen. Ach nee, ich wollte ja immer Gesu sagen jetzt. Vorerst solltet ihr das Gelernte anwenden und den Feinden ihre Waffen abnehmen. Easy, mach mal. Noch irgendwas? Nein. So, wieder die Riesen. Schön, hat man ja nicht gerade. Ich war's nicht. Natürlich warst du's. Nein. Rund um die Uhr. Ah, so. Beschlankene Waffen von Kämpfern, okay. Ach, das sind die hier. Yay, Nummer 1. Kämpfer der Riesen. Das waren die nicht. Hier war ja noch einer, habe ich gerade gesehen. Habe ich mitbekommen. Ja.
können aber ziemlich schnell irgendwie respawnen, ne? Gut möglich. Achte nicht so drauf. Ich, doch, hab ich so gerade das Gefühl. So, der nächste ist da. Reiner, Combat. Easy. Alles ein leichtes für mich. Wo willst du hin? Hä? Mach die orangenen Punkte. Ja, nicht du. Ich meinte gerade den Mob. So. Ich hab da jetzt nicht so wirklich drauf geachtet, wo du hingerannt bist. Komm, jetzt geh mal down hier, Junge. Geht doch. Tja, da hat sich mein Speer wohl zu Feier gebracht. Quest teilweise abgeschlossen. Ich hab so eine richtig geile Top-Rate wieder. So, ne, ich muss jetzt irgendwelche da hinten ist, ne? Welche muss ich denn mir jetzt hier vornehmen? Okay, jetzt ist er weg, warum auch immer. Da ist er wieder. Warte. Ich kann dir gleich sagen, was es ist. Oder auch nicht, weil es in der Höhle zu sein scheint. Kommt mir zumindest gerade so vor. Hier ist doch keine Höhle, oder? Oder ist er auf dem Berg? Nee, der muss da drin irgendwie sein. Na dann lassen wir den mal in Ruhe. Gehen wir mal weiter. Suchen die hier hinten irgendwo, wo die Sunny ist. So. So, ich brauche noch drei Waffen von Komba, irgendwas. Ein Talent kann jetzt erweitert werden, glaube ich. Ach, genau. Urteil des Lichts. Ach, das war dieser fallende Speer, glaube ich. Mal kurz gucken. Himmlischer Speer. Ja, genau, das ist der. Tun wir den mal leer. So. Das Gebiet ist hier ziemlich weitläufig, habe ich das Gefühl. Und von dieser hier ist ein großer Drache. Ich bin da. Ja, das ist, glaube ich, auch der gleiche, der... Fertig. GZ. Ich auch. Ich glaube, das ist sogar der gleiche Drache, der oben in der Luft rumfliegt, würde ich schon fast behaupten, wenn die ganzen Leichen jetzt hier nicht rumliegen würden. Aber so wie der aussieht, ist das der. Gut, dann müssen wir das, glaube ich, wieder bei dem Geist abgeben, ne? Ja, erstmal Sicherheit finden. Sicherheit, da müssen wir hier lang. Folgen Sie mir. Ah. Ich hoffe zumindest, dass ich hier richtig laufe. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich war der Meinung, dass hier oben eine Straße verlief. Der Balenos Blauwal wurde wieder gefangen. Geil. Ja, hier oben ist die Straße. Du hast dann ein paar Mobs am Arsch. Ja, halb so wild. Die Hälfte holt eher ab, wenn ich an der Straße angekommen bin. Na, kommt doch. Mr. Geist, was hast du zu sagen? Das hat uns um einiges stärker gemacht. Verdammt, wir haben gerade diesen Hühn umgehauen. Was ist das für Fläschchen? Warte mal.
Buff wird die gesamte Gruppe ausgeweitet. Nahkampfreduktion, das wäre ja was für dich, ne? Ich nehme Nahkampfreduktion. Dann nehme ich Fernkampf. Wurde auf die Gruppe ausgeweitet. Mhm. So, nächste Quest. Eine Riesensauerei. Oh! Stufe 50. Speckigen Felsmenschen. Obe. Nee, cool. Wollen wir die erstmal machen? Ja. Das wird nämlich diese eine spezielle Quest sein. Da ist ein Dicker, der viel Energie ausstrahlt. Wahrscheinlich ist es die Energie des Bosses. Ich bin so aufgeregt, dass ich mein Herz schlagen spüre. Lasst uns dagegen kämpfen. Ihr müsst diese Quest abschließen, um Stufe 50 zu erreichen. Ja, das ist es. Hinweis, PvP ist ab Stufe 50 aktiviert. Wenn ihr Stufe 50 erreichen wollt, nicht annehmen. Okay. Und dann nehmen wir noch eine Riesensau rein. Ihr wollt sicher auch mehr. Wir sind auf derselben Seite. Ich fühle mich wie ihr. Erteilen wir diesen arroganten Idioten noch einmal eine Lektion. Ihr seid stark genug. So, das haben wir. Dann tun wir gleich mal den Trank einwerfen. Ach du Scheiße. 100 Stück. Für... Ja, geht ja noch so zahlenmäßig, wie die hier sind. Ach komm, wir hauen rein, oder? Mach mal die andere Quest erst. Entscheidest du. Warte mal, kurz mal gucken hier. Falsche Taste. Auch wieder falsche Taste. Wir sagen erst die 100 Mobs. Wo muss man da hin? Kurz mal gucken. Den Trank eingeworfen. Ach du Heilige, dazu muss man ein ganz schönes Stück laufen. Ich würde auch sagen, erstmal die 100. Ja, ich habe den Trank eingeworfen. Siehst du mal, wir haben schon meine weggehauen gleich. Easy. So, du kommst mal mit. Okay. Außerdem, ich glaube, wenn wir dort wieder hingehen, wo der Drache gerade war, da sind das auch bestimmt nochmal Zähne. Falls wir überhaupt so weit kommen. Ist wieder die andere Sache. Hallo. So. Ach, genau, das war wieder zu weit. Ja, du rennst zu weit, mein Schatz. Das ist aber auch krass, wie klein die Verfolgungsrange ist, die die haben. Naja, hier gibt es aber auch auf jeder Ecke Mobs. Ja, gut. Wir machen es deswegen. Könnte natürlich möglich sein. Wir sollten uns übrigens beeilen, in 2 Stunden Spielzeit wird wieder unangenehm. Für dich. Und für mich. Ich verliere dann zwar auch ein wenig Lebenspunkte, aber ich kann das mit einem Skill, den ich habe, um 30% meine Lebenskraft hier herstellen. Ich weiß nicht, ob das auf dich auch trifft. Keine Ahnung. Das müsste man vielleicht mal ausprobieren. Kannst du ja jetzt. Bin ich leben. Na, warte. So, bleib mal stehen. Ja. Ja. Trifft auf dich auch zu. Na, siehst du mal. Das gibt Mobs. 41 schon, siehst du mal. Okay, machen wir mal hier hoch. Oh, hier oben sind eine Menge. Na komm, so. Kampfansage. Yay.
Ich tritt dich weg. So. Da unten sind ein kleines Grüppchen. Hey, ihr. Ah, schön, wenn man den Wolf verwenden kann. Ne? Was? Was? Ich merke schon, du hörst wieder nicht zu. Nicht akustisch verstanden, weil es wie so ein Krachen. Ach so. Schön, wenn man den Wolf verwenden kann, wa? Ja. So. Das ist manchmal komisch. Manchmal kann ich auch nicht reinchargen und dann geht's auch immer wieder. Jetzt zum Beispiel erst einen Tritt gemacht, aber dann erst reinchargen. Muss auch sagen, die halten gut was aus, ne? Ja, muss ich auch sagen. Das ist... Aber jetzt nicht so, dass man... Da oben sind ganz viele. Aber nicht so, dass man irgendwie welche Probleme oder so bekommt. So, kommt ran hier. Uh, 70, 30 nur noch. Ah, schade, ich habe gedacht, mein Schild hat ein bisschen länger Reichweite. Als bloß das bisschen. Aber gut, dann halt nicht. So, geh mal rechts rum. Achso, da sind nur noch zwei. So. Jetzt nicht mehr. Oh, da ist irgendein Elite-Mob, sehe ich gerade. Wurde auf der Karte als Stern angezeigt. Ah, ja, stimmt. Wo ist der? Wer ist der? Der hier? Scheint so. Stabil. Komm mal. Kommandant, nee, komm. Kombatant. Der Riesen. Oh Gott, ich habe mein Leben fast ausgehaucht gerade. Geil, ich habe 99,9%. Nein. Hey, hey, der hält aber an. Das ist mal ein Boss, oder? Das ist mal ein richtiger Mob hier. Nicht so wie diese Bosse hier zwischendurch. Holy shit. Schön looten. Der hat was dabei. Ich kann nicht mehr looten. Du hast weggelootet. Oh, komm mal hier rein. Hier sind noch ein paar jetzt. Beim Drachen. Bin unterwegs. Hey. Oh, wie viel brauchen wir jetzt noch? Jetzt brauchen wir noch. Zwei. Ja, das Dauercasten, das ist total lustig. So. Hier sind zwei. Halt so lustig mal nochmal. Wunderbar, das war's. Dann bringen wir uns jetzt mal in Sicherheit. Oha, die Folge geht schon ein wenig länger jetzt. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf zu den Pferden und auf zur Stufe 50 Quest. So viel zum Thema diese Woche, ne? Hab ich dir doch gesagt. Warst du nicht sicher und ich war mir sicher. Warte mal. Genau, hier sind wir richtig. Mensch, geht mir doch mal aus dem Weg hier, Titten. Ist mir egal. Na komm, 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 komm. So, gut, dann rufen wir mal den Geist. Nach dem Kampf gegen größere Feinde fühlt ihr euch da nicht stärker? So, was kriegen wir hier? Fernkampf, Nahkampf, nehmen wir. Abschließen. So. Quest, Boss, riesenhafte Gihaku. Na, die machen wir später in der nächsten Folge. Aber erstmal machen wir die Stufe 50 Quest. Gihaku ist schon vor langer Zeit gestorben. Was wir sehen, ist nur eine Manifestation von Unnachgiebigkeit.
Seine erschütterliche Seele und Willenskraft haben sich in dieser Welt festgekrallt. Das ist tatsächlich kaum zu glauben. Das war schon. Genau. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal hier Schluss und wir sehen uns dann zur nächsten Folge im Black Desert Online wieder. Bis dahin, haut da rein.